Achso. Ganz vergessen, das Mikro einzuschalten. Ein obsessed Ficker, da sind wir alle bei. Ich sag dir noch. Ich bin gestern streamen gewählt und wie gesagt, ich habe angefangen gehabt und der Formel ist ein Unwetter gekommen. Es hat der Blitz da irgendwo in der Nähe eingeschlagen und es ist der Strom geflogen. Und ich bin eigentlich bis um 2 in der Früh ohne Strom gewesen. Alle wegen. Ich habe gestern noch einen Stream nicht mehr weitermachen können. Die fahren da alle über den Hügel und die macht die Runden. Logisch. Ich glaube schon, die hat jetzt gefangen, der erste schon bedrungen, da auf den Sack zu gehen. Ich glaube schon, dass ich da länger brauche, wenn ich ausfahre. So, so eine Wumperkistele. Kommt man da auch drüber? Nein. Ui! Okay, keine Kürzung. Das ist eine Verlängerung gewesen. Genau bei einer 5. Stelle. Was ist die Kürzung gewesen? So, mal schauen, ob wir jetzt driften. Du gehst mir mal nicht überholen, Chef. Ja, die anderen haben schon wieder fertig, ich fass es nicht. Das ist unfair, die finden alle Ankürzungen. Ich kenne die Ankürzungen nicht, jetzt kommt der Bahne wieder. Ah, 50. Ja. Wird schon warm. Auf jeden Fall jetzt einmal eine Ankürzung zeigen wie die Form. Ob ich die danach wieder da nehme? Fraglich. Du, Folge dank dich. Schön für dich. Ja, Freunde, Leute. Jetzt war halt die Frage, ob der Nachbar da noch die Dinge gehen hat oder nicht. Ja, mal schauen. Fenster auf. Jetzt glaube ich, hat er mal aufgehört. So, jetzt lass ich mal die Scheibe offen, eventuell werden wir halt einen Traktor her, weil der Nachbar steht noch gerade mit dem Traktor umher. Für eine Wiese 2x2 Meter brauche ich einen Traktor statt einen Rosenmäher. Ah, jetzt ist er weiter weg. Jetzt hat er glaube ich einen Rosenmäher. Bip. Das ist glaube ich die Strecke mit den Spinnen. Den ich auch schon einmal gehabt. Und drüber. Ja, danke, du blöde Dreck.
Nix warum, ich bin platt. Weg da, warum kann ich auch machen, boah. Na, scheiße, zu schnell in der Kurve ein. Ja, jetzt kommt. Ist da nicht da die Spinne? Aha. Das war's sogar. Madio, gehst du mal auf den Sack, du Arsch. Kurve. Da bin ich jetzt wieder überfordert gewesen. Mit der Kurve. Okay. Da geht's grad. Ja, die Spinne muss man auch noch auf den Zager gehen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, ich hab mich gekriegt. Das ist der Vorteil, wenn man die Strecke nicht kennt. Oder ich bin so gut, dass ich extra Verlängerungen vor. Ich bezweifle es aber. Sonst wäre ich nicht auf dem letzten Platz. Weg da, Spinnen. Warum? Ja. Okay, 20 Sekunden, da ist das Ding eh fertig. Oh, ich fange erst die letzte Runde an. Total verfahren. Ich wäre vielleicht 70 geworden, hätte ich mich nicht verfahren. Alleine bin ich ja 70 gewesen und statt die Kurve machen, bin ich geradeaus. Ja, ich glaube aber nicht, dass das meine Lieblingsstrecke wird. Seine alte geile Skins gefallen mir gut. Der Pantomime. Und der Gangster. Okay, Urwumpa, die hält Strecke, kann ja nicht. Gehen wir mal schauen. Urwumpa sagt mir mal nichts für Strecke her. Mal vernommen, ob ich da noch die Strecke kenne, wisst ihr eigentlich nicht. So, da leiten wir mal die Glocken. Na, eine Strecke, wo Glocken sein, kann ich mir nicht.
Oh, das ist wieder mal ganz eine verwinkelte Strecke. Scheiße. Wohl auch mal, glaube ich, bin ich da gefahren. Digga. Ich seh's schon kommen. Halt! Ich werde wieder 8 werden. Ja, logisch. Das ist bald dumm, wenn die Strecke überhaupt nicht kennst. Wo geht's da hin? Links. Ja, nix, warum? Das ist knapp gewesen. Ha! Entschuldigung. Ja, logisch, jetzt überholen sie mich alle noch so ohne Probleme. Ach, geh. Okay. Ja, danke. So, endlich mal. Alt! Linkskurve. Ich hab mich schon gesehen, Außenkugeln. Na, ist das eine bescheuerte Strecke? Danke. Zwar sind eh schon wieder mal aus der Lobby außen. Also, die eine da mit dem Schloss und das sind sicher nicht meine Lieblingsstrecken. Ich glaube, man kann. Ui! Das ist jetzt knapp gegangen. Da den Hudel da, Ladla. Ja, du mir auch. Letzte Runde. Nein, ich war jetzt grob gefahren. Oh. Der erste ist schon wieder mein Ziel drin. Das ist jetzt knapp gewesen. Ach, geh. Du findest mich auf dem Siegertreppchen. Der Minetta. Maputaniga. Lachst du über mich? Sips. Puh, nicht gut. Ja, streng die Herren, das ist schon, wenn es der richtige da, da. Ganz einfach. Wenn er mir auch mal Strecken gibt, was ich wenigstens umsatzweise kenne, dann gang's ja. Aber er gibt mir halt aus der Strecke, was ich nicht kann. Das ist überhaupt nicht gut. Sekonson hat das Spiel verlassen. Mhm. Schuscht auch noch jemand. Blitzer Bluff. Schauen wir mal, dieselbe Strecke bin ich eh schon so 2-3 Mal gefahren. Ob ich sie da mache oder nicht, das ist die Frage.
So. Und jetzt machen wir mal Daumen drücken. Du wärst wie eine nasse Nudel. Ja, mach das gleich. Juhu! Scheiße, Drohne, Strieber kann man nie logischerweise nicht. Und jetzt schon wieder auf siebter Position. Puttega! Bin schon da, Leitl. Tschüssikowski. Schieß das einfach mal selber an. Glück, geschafft. Geschafft, ja. Danke. So, vorbeigefahren. Perfekt. Wieder mal die Kisten hinten gelassen. Wer kennt's nicht? So. Gehen wir da um mich. Okay, TNT-Kistel. Ups. Ja. Nix, ja. Halt! Stei! Schneller! Position 4, ich will dritt werden. Nix, warum, warum? 30 Sekunden. Ja, der erste ist schon wieder mal ein Ziel. Und das nervt mich halt mal wieder, dass da nicht ungefähr gleich gute Spieler zusammenkommen. Also du spielst halt gegen gute und dann tust du es nicht zu rennen, fertig zu machen. Mag schon sein, dass mit der Zeit besser wärst. Ah, recht, das ist nervig. Zumindest kommt es mir halt einmal so vor, dass das eigentlich nervig ist, wenn Ding ist. Wenn man da das Rennen macht, hat man eigentlich ein halbes Problem, dass man mit guten Spielern zusammenkommt und die Sammel machen dann logischerweise fertig. Wo ist denn der scheiß Mauszeiger? So, gehen wir mal schauen, ob er heute einen Witz dreht. Wie nennt man einen Delfin mit Unterhose? Slipper. So ein Scheiß. Ich muss doch mal einfallen, wie nennt man einen Delfin mit Unterhose? Ein Slipper. Eieiei, der Nightbot hat keinen Humor. Oder ich komme mit seinen nicht klar. Je nachdem. Jetzt werde ich gespannt, jetzt wird er mal wieder mal die längste Weile keine Gegner geben. Warte mal, gehen wir raus. Starten nochmal die Lobby, um Mist zu gehen. So. Davide Tonio, Ares, Donald, Gold, Mythico, Exodus, Mythico, Terry, bis es sind da. Mythico, Jambone und Terry. Okay, die haben werden in Splitscreen sein, denke ich mal. Polar und Pass, okay, EGT. Slipper. Ein Telefon, okay, erkenne ich schon. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt ist er beleidigt. Drei 20 Minuten 17.
ja. Alleinige Schau. Nix, brumm, brumm. So, lass mal alle hinter mir. Wupp. Wupp. Und, oh, boah, immer schon echt die Kugel außen. Und los geht's. Juhu! Logisch, er kann einfach leider so vier Fetzen, wie wenn nicht wahr. Na! Schnell die Runde. Ja, super, die anderen haben die Abkürzung gekriegt. Ich bin zu langsam gewesen. So ein Kack. Sprung. Fünfzig. Kim, Kim, Kim. Schneller, schneller, schneller. Ha! Au! Schneller, 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 schneller. Geh weg, du blöde Möwe, du. Robbe, oder was du bist, ja? Boah, das ist jetzt knapp gewesen. Ja, falls da. Whee! Weg mit dir! Drüber kommen! Na, Mario! Das war ja mal vor gewesen und muss mir das Arschloch hochschießen. Na. Hobbyloser Mensch. Letzte Runde. Jetzt mag man hoffen, dass da alles gut geht. Auch wieder trifft's nicht. So, trifft. Scheißdreck trifft. Kim, spring, 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 spring. Jetzt versammle ich alles, da holst du nicht mehr rein. Mawaffan, Chuchamelo. Jetzt hoffe ich, dass sie noch geschossen haben, Narratos. Weg, weg, weg. Bin zu langsam für einen Sprung. Daher, wir Speed mitnehmen. So, Domi, zack, zack. Fünf, vier, wenn's noch das schafft. Eieieiei. Auf jeden Fall ein Ziel bin ich gekommen. Und selbst sogar 40. So langsam, langsam, wenn ich die Strecke ein bisschen kann, geht's. Dann kommt der Drakon, ob gute Gegner ist oder weniger gut, um es mal nett zu formulieren. Blitzhand. Zwielichtturm, ja, nehmen wir Zwielichtturm. Hallo, ich heute noch nie gehabt und gestern, wie gesagt, weil ich streamen wollte, dann ist total Stromausfall gewesen wegen Unwetter. Also, Zwielichtturm bin ich meistens nicht gut, aber
Die Strecke kenne ich. Fünf, vier, drei, zwei, eins und so. Legen wir mal los. Also die Ladezeiten, die ich mir am lange, ich weiß nicht, wieso. Das ist mir am so viel Kim. Aber wird schon so kommen. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt seit. Eigentlich, was ist denn heute? Heute Donnerstag, seit der Woche circa. Du findest mich auf dem Siegertreppchen. Zack, Sprung. Und ein bisschen eine Idiotkürzung. Ich lasse sie sehr gerne aus, weil die Lanze meistens auch mit Wasser unten. Nein, da trifft's nicht. Madio! Spacca balle, che non te sei altro. So. So, langsam komm in Driftmodus rein. Ja, super, wer kennt's nicht? Da jetzt eh nicht zweimal umgeschoben. Hat er Freude. Die grüne Flasche nicht einmal gesehen gehabt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, danke, bravo. So, mal vorbeidüsen. Schien um der Kiste um. Ja, ma dai. Mach leid, du Chamba. Hä? Wieso schießen der die Raketen nach vor, wenn. Ma dai, Katzo. Das gibt's ja nicht. Jetzt kommt der nächste Fantasie. Letzte Runde. Ich bin alle bei Sips. Der Fegel hat nichts Besseres zu tun, als wenn mir da die ganze Zeit in Arbeit zu nehmen und dort zu schießen. Mal hinterher starten. Opfer. Ach, kühl.
mal den Scheiß einschalten. Ja, nichts. Neckwort, Neckwort, Neckwort. Sips. So, ich lass mal da Witze erzählen. Kann mal schauen. Was macht ein Herzkranker, wenn er Cola mit Bier trinkt? Er kollabiert. Witz geschissen. Also wenigstens kannten sie da bei Opossum nicht, wo ich die Witze auch tue eigentlich. Mal neue Witze zu erzählen, die kenne ich eigentlich alle mehr oder weniger. Ja, ja, so ist es. Gehen wir mal weiter. Zwielichter, Elektrostraße, Engine Labor. Nehmen wir Elektrostraße. Okay, und alle wollen sie Engine Labor. Wir werden auf Nacht trinken gehen. Engine Labor. Ei, ei, ei. Zehn, neun, acht, sieben. Ja, was schreiten es da unten? Puffkeiler. Hallo, Spiel? Ja. Also da sind zwei Löcher, wenn es mir nicht täuscht, im Boden. Wo man euch kugelt. Und die sind hintereinander, eins rechts, eins links oder eins links, eins rechts. Bin jetzt eigentlich schon öfters mal zusammen rein. Und euch gekugelt. Du findest mich auf dem Siegertreppchen. Nix krumm. Krumm ist die Banane krumm. Ah, weg, 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 weg. Jetzt wird da irgendwann wieder mal so Dynamit eintehen, oder? Kein TNT. Ein Wunder. So, brav, Eufer. Ja, der eine kann respawnen. Das ist jetzt knapp geworden. Halt! Na, scheiße. Madai, Katzo. Nervensog. Da ist der Scheiß. Na, ganz rechts kommt man eigentlich ganz schnell vorbei. Hilfe! Na, da war eine Rechtskurve. Weg da mit dir, ihr Seilig. Ich will nicht 8 werden. Ja, danke. Da müssten jetzt die Löcher im Boden kommen, auch wenn es mir nicht da ist. Ja, 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 immer Waffen. Cooler. Genau, zusammen in Eckele muss er aus dem TNT hingehen. Ups.
sein Zaun zu überlöscht. Hilfe! Das wird halt nicht. Ich komme da in Korn noch. Oh, ja, logisch. Und wenn ich mal noch ein Kim noch zack, gleich wird mal von der Strecke weg. Ach so, ein Dreck. 14 Sekunden ist die Zeit eh um. Ich werde die Strecke wieder mal nicht fertig da machen. Ja. Lachst du über mich? Zu zweit haben wir es nicht fertig gemacht. Ja. Man merkt, ich brauche allein mal einen Tag nicht spielen, aber er ist schon wieder letzter. Gestern habe ich das erste Mal wieder seit Ewigkeiten mal Fortnite gestartet. Gruppenkeile, 2 Kills. Getroffen habe ich gar nicht mehr. Eine neue Waffen auf einmal drin, haben jetzt wieder eine neue Pump drin. Weil ich irgendwie zu stark. Die Kampfschrotflinte haben sie wieder schwächer gemacht. Spielersuche. Okay, Tiny Temple. Antonio hat dein Spiel verlassen, okay? Der Antonio ist schon mal in Urlaub gegangen. Nitro Reflux, Energy Electron, Mickey, HB, Sepp, Spyro, Melkak. Nie gehört der Nummer. Upsi weg. Ja, wissen wir, halt mit der TNT-Kiste ist schon dran, wieder richtig zu sein und nicht richtig zu driften und die Strecken kennen und nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt in nächster Zeit mehr das streamen, dass sie die Strecken kennen. Das wird etwas werden. Bei der Strecke, glaube ich, bin ich bis jetzt zweimal gewesen. Den ersten Tag, wo ich das Spiel kapern. Einmal einen Blitzstart habe ich hingekriegt. Und danach geht er ein Scheißdreck mehr. So, wart leid. Zack. Wir driften versuchen, dass ich Geschwindigkeit kriege. Violetten. Spackerballe. So ein Eiertreter. Eine super Kurve wieder mal verpasst. Ei, ei, ei. Aber kurze Strecke ist es. Wenigstens etwas.
Ach du Scheiße! Und die denken wir noch, ah, da ist ein Rufezeichen oben, super. Fahren wir mal rein. In irgendwelchen Verdacht, dass sie löscht werden. Stromkabel mal versuchen auszuweichen. Mal die Rakete wegschießen. Das ist schon mal keine gute Idee gewesen. 30 Sekunden. Ich glaube, ich werde wieder mal nicht fertig kriegen. So, dann fahre ich mal auf der Seite. Aber ich habe halt schon mal eine schwerere Strecke bis jetzt. Die Dinge habe ich überhaupt noch nicht gehabt, die Schlucht oder Bucht oder wie der Scheiß heißt. Ich selber sie am besten kennen, weil ich mit der Sam am meisten probiert dann. Lachst du über mich? Na, aber du über mich. Was sagt der Schlachter zum Bauer? Meerschwein. Ha ha ha. Meerschwein. Jetzt hoffe ich auch, dass sie mir eine Strecke geben, was sie kann. Weil das wird langsam nervig. So, Lobby, schauen wir. Nit Hook hat ein Spiel verlassen. Cyber, Zombical, Dylan, Terraclos, Yet Kong, Matt, okay, Zwielicht durch. So, dann gehen wir schauen, wie ich mich mit der Zwielichtdurchheit auseinandersetze. Oh, sind ja die Ladezeiten lang. Da kriege ich selbst die Nerven. Okay. So, ich bin startbereit. Aber geil, wenn man da einen Frühstart hinlegen kann. Hätte ich direkt schon jetzt loslegen. Scheiße, zwischen die Kisten außen. Ma, die Jogge ist schon mal auf dem Sack jetzt schon in den Umfang. Ach du Lei. So, jetzt. Gehen wir mal durch die Karten neu mischen. Jetzt hoffe ich, dass in die Jahren nachkommen. Blick gedriftet, nicht gut.
mehr gebracht. Genau, zähl mich nicht um, ich wollte einen Sprung nehmen. Ich muss das auch noch die Dinge hin platzieren. Einer ist schon mal wieder draußen. Zwei. Das ist jetzt knapp gewesen. Ich habe mich schon unten liegen gesehen. So, Sprung. Sorry. Ja, genau, wieder mal zwischen die Kisten durch. Das geht mir auf die Keks, wenn ich es halt richtig. Schüchter richtig nicht, aber zwischen die Kisten durchzumessen, halt geht wir nicht. Danke. Der Hups halt nicht, was ist denn los? Ja, logisch, der erste hat schon fertig, ging ja gerade erst die letzte Runde umfangen. War knapp. Ja, 6 wieder mal. Ja, ich hab nicht einmal gekannt schauen. Was ist denn die Meteorschlucht? Meteorschlucht. Bei der Sample überhaupt noch nie gewesen. Halber jetzt etwas werden. Mir ahnt da Schlimmes. Hüpfe oben an einer Rampe oder einer Erhebung, einen Rücksprung zu machen und nach der Landung einen Tempoboost zu erhalten. Ja, leichter gesagt, als wir getan. Also das mit dem Springen und dem Tempoboost, ich halt noch nicht drauf. So, schauen wir mal, wie ich mit der Runde schlage.
Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Noch nie gefahren. Ja, super, danke. Gleich ein Umfang. Dynamit. Ah, scheiße, Drohne hupft da drüber, ich lage Schirm hinterher, zeig die unten her nicht. Ja, für mich nicht. Warte gleich. Einfach mal eine Runde an. Ist das eine komische Strecke? Genau, mein Handel da lässt es werden. Sprung. Ja, Cyborg, da haben wir es mir auch noch überholen. Sips. Lachst du über mich? Fetten geschoben. Ach. Das wird einmal gut, wenn man nicht lässt zwar. Wenn ich Sips geworden bin, ist gleich, hab's auch nicht gedacht. Man soll auf der Strecke, was ich noch nicht kenne. Noch nie gefahren. Zwillichtour, Polarpass, Coco Park, im Polarpass. Warte gespannt. Zwei wollen die Zwillichtour, zwei, drei Polarpass, okay. Strahne für Coco Park und ich switcht auf den da. So, legen wir mal los. Also perfektes Auto eigentlich für solche Strecken. Wer kennt es nicht mit einem Rennwagen auf Schnee fahren?
Ich bin schon wieder mal 8. Mapu! Digga, wach du Lei, jetzt gehst mal auf die. Keks, logisch an jetzt zu wenig Geschwindigkeit, da drüber zu kommen, einer Mabafan. War gleich mal ein bisschen kleiner, Kim. Okay, hier kann mal auf die Keks. Ich habe Fetten geschoben, dass ich da noch vorbeikommen bin. Und schon wieder mal zwischen die Kisten durch. Wenn man Punkte kriegen hat für bei die Kisten vorbeifahren, dann würde ich schon einen Haufen Punkte so kriegen. So, jetzt kann ich ja gar mal mit deinem Zeitscheiß auf die Keks gehen. Hoffen wir mal, dass Riemen dann gleich gut passt, wie es mir gepasst hat. Das war jetzt knapp. Direkt einmal die Kiste gekriegt. Scheiße. Du findest mich auf dem Siegertreppchen. Danke. Ja, noch Hublei. Hey, pass lieber auf. Ja, logisch. Weg da jetzt, Kimi. Sack. Da drüber. Driften. Brumm, brumm. Auf 40 bin ich geworden, ey. Schon besser. Ich denke, vor einer Woche bin ich bei jedem Rennen nachts geworden. Jetzt sind wir bei jedem zweiten. Aber der Strecke finde ich eigentlich relativ geil. Schaut, dass ich 40 bin, sonst werde ich endlich einmal auf dem Podest. Hier mal keine Einwände. Kleine Arena Inferno-Insel. Und die nimmt Zufall.
So, legen wir los. Du findest mich auf dem Siegertreppchen. Oh, total verkackt, gleich ein Umfang, super. Da war doch euer letzter Hupfleimer. Das kommt bei logischerweise wieder mal mit den Scheiß mal. Dann gehen wir mal auf die Keks. Sollen wir die Fähigkeit außen halten, weil die passt mir gar nicht. Jetzt kommt Bär wieder mal, Madia. Ich sehe schon kommen, ich werde wieder mal Sips werden. Ein Ziel wie halt allem. Glück gehabt. Eieiei. Oh. Letzte Runde. Eieiei, nimmer der Kurft. Eigentlich, wenn da die Regenwolke aber mehr ist, dann müsste die ja driften können wie Gott in Frankreich. Sprung. Yeah.
bei mir? So, wieder mal Sips. Und die werde ich jetzt mal ein Käffchen trinken gehen und wir sehen uns dann auch hey wieder. Denke mal, also seid brav. Und ja. Ich denke mal, ja, Nachmittag werde ich wieder sicher streamen. Was jetzt am Stream, ob ich das stream, Fortnite oder ETS oder sonst irgendetwas, weiß ich noch nicht. Hell. Werden wir nachher schon sehen und ja, ich wünsche euch einmal Mahlzeit und dann später. Bleibt brav. Baba.